Wir haben Besuch von Ben. Guten Tag. Hallo. Wie gefällt es dir bis jetzt? Wie war dein Tag? Mega, mega voll hier. Hätte ich nicht gedacht. Ja? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich war einmal auf der Tattoo-Messe in Berlin. Ist ja gar kein Vergleich, ne? Also Dresden rockt ja mal richtig. Ehrlich. Ja, ich habe bis jetzt nur lustige Leute getroffen. Wie war es bei euch am Stand? Voll. Ja? Mega voll. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, aber also, ihr kriegt das ja, also du bist ja von Berlin Tag und Nacht, ihr kriegt das ja schon mit, dass man da irgendwie öfter erkannt wird oder gehypt, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja, es ist halt sowas, was du wirklich vorher, ich meine, ich war ja vorher ganz normal in der Ausbildung und sowas und das konntest du damals einfach gar nicht einschätzen, wie viel das wirklich ist. Und ich bin heute auch nochmal geflasht worden, wie viel das dann wirklich war. Ja. Ich bin auf morgen gespannt, ne? Wie bist du denn da reingeraten oder da rangeraten? Ganz normal, ich habe mich bei Filmpool damals beworben und habe dann immer so eine kleineren Sachen gemacht und irgendwann haben die mich dann nach einer größeren Rolle gefragt und dann dachte ich, klar, kann man mal ausprobieren. Und dann bin ich stecken geblieben. Ja. Und welche Ausbildung hast du eigentlich gemacht oder machst du gerade? Sozialassistent habe ich gemacht. Das ist so etwas wie Erzieher. Ah, also ich habe jetzt an soziale Arbeit gedacht zuerst. Nee, das ist eigentlich so jemand, der die Erzieher noch unterstützt dann im Kindergarten. Okay, aber wie so eine Begleitperson oder? Richtig, ja, genau. Der ist auch ganz normal. Eigentlich ist es auch ein Erzieher, aber ist halt trotzdem, du musst halt für einen Erzieher ein bisschen länger lernen. Mhm. Ja. Ah, das hätte ich auch mal gerne gewusst. Hättest du mir erst mal früher gesagt. Ach, verflixt. Und wann hast du selbst mit Tattoos angefangen? Ich habe relativ früh angefangen und zwar auch in der Messe in Berlin. Und zwar habe ich mit 16 das erste Tattoo stechen lassen. Da war ich auch frisch 16. Und dann habe ich mir noch eins bei einem Tätowierer gemacht in Berlin, ganz normal. Und dadurch, dass der halt, der war nicht deutsch und der kannte sich wahrscheinlich nicht so wirklich aus. Meine Mom hat es mir einmal erlaubt, mich da tätowieren zu lassen, aber ich bin immer heimlich hingegangen. Und er hat gedacht, okay, sie hat es einmal erlaubt, jetzt darf er immer. Und somit wurde ich voller und voller schon in jungen Jahren, ja. Du Schlingel. Ja, so. Das Schlupfloch ausgenutzt. Ja. Also wusstest du schon eigentlich beim oder nach dem ersten, dass es so weitergehen wird, dass es mehr wird? Das wusste ich sogar schon in der Grundschule. Ich habe sogar richtig Ärger von meinen Lehrern immer bekommen, weil ich mir in der Grundschule immer die Arme angemalt habe. Ja, es war schon vorprogrammiert, dass ich irgendwann voll tätowiert bin. Und was hast du dir als erstes Motiv ausgesucht? Mein erstes Motiv war die Taube hier. Frieden. Richtig, richtig. Und was war das nächste? Ich glaube, der Sugar School. Und wusstest du da schon, dass du den ganzen Arm haben willst, also ein Sleeve? Ja. Ich möchte nicht ein Motiv hier irgendwo haben, sondern es war mir schon früher klar, dass ich, wenn denn, alles voll haben möchte. Ich finde, es sieht mega cool aus, auch bei anderen, bei dir sieht es auch cool aus. Danke, gleichfalls. Einzelne, weiß ich nicht, wäre nicht so meins. Ja. Was meinst du, wie hängt Berlin Tag und Nacht so als Format mit den Tattoos zusammen? Wie kommt es, dass ihr fast alle oder alle tätowiert seid? Na, ich glaube, Berlin ist so eine crazy City. Und da ist einfach jeder tätowiert und ist halt einfach so ein Image, glaube ich. Und das wird auch sehr gut vertreten. Ja. Hauptsache auffallen, ne? Möchtest du mal ein bisschen was über deine Rolle erzählen? Über meine Rolle? Ja, was möchtest du denn wissen? Ja, inwiefern du auch da autobiografisch was reinbringst oder das sich von deinem privaten Leben unterscheidet oder ist das ganz verschieden? Es ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt einen Jack Sparrow nimmst, und ein Johnny Depp, natürlich haben die auch irgendwo Ähnlichkeit. Das ist genauso wie bei mir mit meiner Rolle, die Rolle Jannis, die spiele ich. Das kann man eher sehen wie so ein Zwillingsbruder. Es gibt natürlich viele Faktoren, die ähnlich sind. Jedoch habe ich ja auch nicht alles gemeinsam mit meinem Bruder. Also es sind auch Unterschiede. Mhm. Ne? Wir sehen uns halt ähnlich, ja. Jannis und ich. Und wir haben auch manche Sachen ähnlich. Allerdings würde ich sagen, die Leute, die mich kennen, sehen da noch meinen Unterschied. Gibt es denn Leute, die dich auf der Straße oder sonst wo ansprechen und dich quasi im Charakter ansprechen? Also so denken, also so tun oder so denken, als wenn du er wärst? Entweder so oder ich werde immer als Bruder von Malte angesprochen, ja. Sehr geil. Ja. Musstest du dich dann auch schon mal, ja, was heißt verstecken, aber dass dir das zu viel wurde mit dem ganzen Rummel, dass du erkannt wurdest und dachtest, boah, ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin da eigentlich wirklich echt entspannt. Was mir halt wirklich ein bisschen auf die Nerven geht, ist, wenn man wirklich permanent angeguckt wird. So, da war ich zum Beispiel bei McDonald's und wollte da ganz in Ruhe essen. Da setzen sich 5 Mädchen, 2 Tische weiter, genau in eine Reihe und gucken mich alle an. Und das ist halt schon natürlich nervig. Ja. Jeder kann zu mir ankommen und fragen, ob er ein Foto haben möchte. Also jetzt nicht gerade beim Essen, aber ansonsten kann er immer fragen, sage ich auch nie nein. Aber so dieses ewige Anlotzen, das nervt dann schon irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ansonsten bin ja cool. Jeder soll zu mir kommen, alles easy. Ja. Ja. Hast du es denn auch andersrum, dass du dir so denkst, ach schade,
Weiß ich nicht, da ist jemand, den würde ich eigentlich nett finden, ob als Freund oder sonst, wie ist ja egal. Aber die kommen nicht zu mir, nur weil die denken, dass ich irgendwie denke, dass ich was Besseres bin, in Anführungszeichen. Hast du das auch schon mal andersrum gehabt? Wie, dass ich denke, Juni mit mir befreundet, weil die... Oder was? Ich meinte so, dass du jemanden vielleicht so nett findest und dir denkst, ja, jetzt kommen die nicht zu mir, weil die denken, die können nicht mit mir reden. Ach so. Sowas. In der Richtung. Nö. Nee? Nee. Ja, ich glaube auch, das strahlt da sehr viel Offenheit aus, ne? Dass das gar nicht erst passiert. Nee, alles chillig. Sehr gut. Hast du denn dieses Jahr noch irgendwelche Tattoo-Pläne, die interessant sind? Oder dir verraten möchtest? Ja, ich habe jetzt am 12. einen Tattoo-Termin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen möchte, aber ich habe schon da ein gewissen so was im Kopf, was ich gerne hätte, aber ist noch nicht so spruchreif. Und wohin, weißt du das? Ja, der Unterarm. Soll ich fertig werden. Ja. Hast du extra eine Seite schwarz und eine Seite farbig? Oder ist es? Ja. Also ich finde, der Arm, das ist so mein Jugendarm und alles. Und jetzt mache ich alles eher so in dem Style. Okay. Ja. Und wie gehst du an die Motivfindung ran? Also überlegst du da eher länger und ist es immer sehr, sehr persönlich? Oder ist es auch manchmal, ach, ich finde es einfach schön? Ich überlege da schon länger und es sind eher so Motive, die wirklich, es sind Motive, die man gar nicht bereuen kann. Weil entweder sind diese Motive Erfahrungen oder wirklich was, was mich aussagt oder was meine Meinung sagt und das ist was sich halt nicht ändert. So, ja, ist schwierig zu sagen. Nee, kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Hast du dieses Jahr etwas Bestimmtes, worauf du dich total freust? Ich hatte es schon. Ich bin umgezogen. Und ich möchte jetzt demnächst gerne mit YouTube anfangen. Und das ist so mein nächster großer Plan. Ja. Und danach ist erstmal nichts geplant. Nee. Vielleicht noch verreisen irgendwo hin. Weißt du denn schon, was du in deinem YouTube-Kanal so ansprechen willst, was du da so machen willst? Ja, das soll sich eher auf Kurzfilme beziehen. Jedoch möchte ich so schon so einmal die Woche vielleicht irgendeine bestimmte Rubrik hochladen, wenn es ein Spiel ist oder was weiß ich, irgendwie was, das, was einmal die Woche halt kommt. Und ansonsten soll es eigentlich hauptsächlich so eine großen Specials immer geben, so einen Kurzfilm, der einsteigt, ne? Ja. Nimmst du da noch Vorschläge entgegen? Ich habe da eigentlich schon ganz gute Ideen. War nur so eine Idee, so nach dem Motto, wenn ihr irgendeine Idee habt oder einen Aufruf. Dann schreibt es in die Kommentare. Genau. Wir sind gespannt. Ich frage so zum Ende hin immer, ob du noch was erzählen möchtest, was ich nicht gefragt habe, was dir am Herzen liegt. Wenn ja, hast du noch was Schönes zu erzählen? Wenn nein, habe ich gut gefragt. Win-win-Situation. Sei selbst die Veränderung für diese Welt, die du dir wünschst. Sehr schön, ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Darf ich dich umarmen? Sehr, sehr gerne. Danke fürs Interview. Cooles Tattoo-Bomb auf dem Rücken, ja? Dankeschön. Bitteschön.